Liebe Mitbürger in Dresden und anderswo, es ist irgendwie kurz nach 14 Uhr am 26. Oktober. Im Moment läuft die Bundespressekonferenz mit unter anderem dem Pressesprecher der Bundesregierung und unter anderem wurde über die Impfstrategie gesprochen. Also der Bundespressesprecher berichtet aus dem sogenannten Corona-Kabinett, in dem nicht das ganze Bundeskabinett vertreten ist, sondern nur einige Minister. Der Bundesgesundheitsminister wurde so die Aussage per Telefonkonferenz, Videokonferenz zugeschaltet, weil er ja Corona-positiv getestet wurde und auch leichte Symptome hat, Erkältung, Grippe, wie auch immer. Und die Bundesregierung macht sich also Gedanken über eine Impfstrategie. Und so wird also keine Impfpflicht kommen. Da haben sie gemerkt, es wird sich nicht durchsetzen lassen, eine Impfpflicht für alle einzuführen. Also, wie hat man angefangen? Im März, seit März gilt also eine Masernimpfpflicht für Kinder. Das heißt, man bekommt keinen Kita-Platz oder darf sein Kind nicht in die Kita schicken, wenn das Kind nicht auf Masern geimpft wurde. Soweit ich weiß, gibt es diese Masernimpfung nicht einzeln, sondern nur im Dreier-, Vierer-, Fünfer- oder Sechser-Pack mit anderen Impfungen, Mumps, Röteln, Windpocken und so weiter. Aber die Impfpflicht, um in den Kindergarten gelassen zu werden, besteht also nur für Masern. Das war der Anfang. Und jetzt geht es also mit der Panikmache, werden die Daumenschrauben angezogen und dann werden also wahrscheinlich zunächst Ärzte und Pflegekräfte genötigt, sich impfen zu lassen gegen Coronavirus. Den Impfstoff gibt es noch gar nicht. Impfstoffe brauchen normalerweise, um mögliche Nebenwirkungen auszuschließen, eine Entwicklungszeit von ungefähr bis zu 10 Jahren. Und jetzt soll das Ganze also innerhalb von einem Jahr passieren. Und danach werden also die Ärzte und Pflegekräfte als erstes genötigt, sonst können sie ihren Job nicht mehr ausüben. Die Daumenschrauben werden weiter angezogen werden. Inzwischen gilt, nee, nicht inzwischen, sondern ab morgen gilt in der Dresdner Neustadt und auch in Teilen der Altstadt ein Mundschutzgebot in der Öffentlichkeit. Das wird damit begründet, dass dort sehr viele Menschen im öffentlichen Raum miteinander verkehren. Und auch das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein. Es wird immer weitergehen. Was habe ich heute noch erfahren? Von der Pressekonferenz von der CDU, der Generalsekretär Paul Ziemiak hat also verkündet, dass der Bundesparteitag, der für Anfang Dezember geplant war, ziemlich sicher ausfallen wird, auch wegen Corona. Und dass es also wohl eine Briefwahl für den neuen Vorsitzenden geben wird. Briefwahl, ja. In Amerika können wir demnächst gucken. Da wird der Trump oder der Biden gewählt. Ich tippe ganz hart auf Trump, aber bei den Demokraten bin ich mir nicht mehr sicher, also bei den Democrats in Amerika, dass sie nicht massiv die Briefwahl fälschen werden und nicht etwa Trump, der eben nicht dazu aufgerufen hat, Wahlbetrug zu machen, sondern er hat gesagt, wenn die Briefwahl so sicher ist, dann sollen doch bitte die Anhänger von Trump Briefwahl machen und danach versuchen, im Wahllokal ihre Stimme abzugeben. Und wenn das alles so sicher sei, dann könnte es ja keinen Betrug geben. Trump will also diesen Betrug, der ziemlich sicher von den Democrats forciert wird, aufdecken. Und jetzt wird ihm das vorgeworfen, was eigentlich die Democrats machen. Wir dürfen uns also freuen nächstes Jahr auf eine nur Briefwahl in Deutschland zur Bundestagswahl. Und ich will gar nicht sagen, dass da unbedingt beschissen werden muss, aber es kann beschissen werden. Unter anderem bei alten Leuten, die im Altenheim sind, die Pfleger haben und so weiter. Die Möglichkeit besteht einfach und es ist bei einer Urnenwahl so gut wie ausgeschlossen zu bescheißen. Und wir werden jetzt in kleinen Schritten auf eine nur Briefwahl hingeschubst werden. Die Menschen werden also nicht für mündige Bürger gehalten, die bereit sind, ins Wahllokal zu gehen, um ihre Stimme abzugeben und dafür in Kauf nehmen, dass sie sich möglicherweise mit dem Coronavirus infizieren. Unsere Demokratie geht gerade vor die Hunde. Und ja, es gibt ein Coronavirus, es gibt auch einen neuartigen Coronavirus. All das muss man überhaupt nicht leugnen. Aber unsere Demokratie wird gerade vor die Wand gefahren. Ich kann es mir nur so erklären, dass Angela Merkel machtgeil ist, dass sie irgendwelche Pläne im Hintergrund hat und um die Verschwörungstheorie mal noch auszuspinnen. Wir haben uns in den letzten Jahren mehrere Millionen Menschen aus dem muslimischen Kulturraum zu uns geholt. Syrien, Marokko, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan. Und wenn man sich die Kriminalstatistik anguckt, dann ist diese Gruppe in der Kriminalitätsstatistik einfach überrepräsentiert. Und das bedeutet bei weitem nicht, dass jeder Ausländer, Muslim, kriminell ist. Bullshit.
Aber wir haben offensichtlich Probleme bei der Integration. Das hat die AfD letzte Woche im Stadtrat angesprochen, inzwischen glaube ich sogar vorletzte Woche. Und der Redner hat eine sehr gute Rede gehalten, hat sich auch vor Pauschalverurteilungen gehütet und es ist auch richtig so. Und er wurde danach mehr oder minder niedergemäht als Ausländerfeind und Nazi haben sie nicht genannt. Aber dieses Land soll vor die Wand gefahren werden. Ich habe das Gefühl, den Eindruck, dass Angela Merkel unbedingt will, dass Deutschland in der EU aufgeht und im Endeffekt in sowas wie einer Weltregierung. Wir sehen es bei der WHO. Die hat vor gut 10 Jahren die Pandemiebestimmungen insoweit geändert, als dass jetzt sogar eine normale Grippe als Pandemie bezeichnet werden kann. Das ist meiner Meinung nach also von langer Hand geplant und ich habe ein Problem mit einer Weltregierung. Ich stehe total auf Nationalstaaten. Menschenrechte werden in Nationalstaaten umgesetzt und nicht von einer Weltregierung, die in New York oder wo auch immer sitzt. Und dazu muss man kein Nationalist sein. Man muss einfach nur sich ein bisschen mit Politik auskennen. Wir haben das Prinzip des Föderalismus in Deutschland, das Prinzip der Subsidiarität und all das wird vor die Wand gefahren. Wir machen die gleichen Fehler, die unsere Vorfahren gemacht haben, in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Und wir haben uns sehr sicher gefühlt, dass unser Grundgesetz uns davor schützen würde. Angela Merkel ist inzwischen seit 2002 oder 3 an der Macht. 2003, glaube ich. Oder 2005? 2005, seit 15 Jahren. Nächstes Jahr sind es dann 16, genau, stimmt. Und sie hat sich als ehemalige, was war, Sekretärin für Propaganda gut in diesen Staat eingearbeitet. Sie hat Verknüpfungen gemacht und sie hat inzwischen so viel Macht angesammelt und hat ihre Kontrahenten aus dem Weg geräumt oder die haben sich selber aus dem Weg geräumt. Sie hat inzwischen so viel Macht erlangt, dass sie schalten und walten kann, wie sie will. Sie regiert, indem sie Angst und Panik verbreitet und die Minister machen das mit. Der Bundestag schlägt die Hacken zusammen und hat sich entmächtigen lassen. Und ich sehe am Horizont keinen, der dieser Frau die Stirn bieten würde, um mit einem konstruktiven Misstrauensvotum, wie es unsere Verfassung vorsieht, unser Grundgesetz, sie aus dem Amt zu jagen. Dazu ist keiner bereit. Ganz ehrlich, wir sind hier zu großen Teilen nur noch Untertanen, aber mit Bürgern. Im Sinne von Citoyen, die sich in die Politik einmischen, hat es nichts zu tun. Ich kann das aus dem Stadtrat bestätigen. Ich sehe, wie wenige Menschen sich für den Stadtrat interessieren. Es sind Pi mal Daumen 500 von 560.000. Das ist 0,1%, die sich hier für die Kommunalpolitik mit Livestream und so interessieren. Und die meisten haben gar keine Ahnung, wie unser Staat funktioniert. Ich habe auch nicht den kompletten Überblick, um Gottes Willen. Ich bin auch politischer Laie, aber ich interessiere mich sehr dafür. Und ich kann euch sagen, wenn das so weitergeht, dann werden wir einfach von der Merkel, vom Spahn und auch von Drosten, Wieler und Co. einfach über den Haufen gefahren. Unsere Demokratie geht in den Arsch und es wird so schleichend passieren, dass die meisten es gar nicht mitbekommen. Ich bekomme es mit und ich werde als Verschwörungstheoretiker und als Nazi bezeichnet, als Aluhutträger und so weiter. Nee, ich mache mir Sorgen. Unsere Versammlungsfreiheit, unsere Meinungsfreiheit wird Stück für Stück abgebaut. Die meisten merken es nicht. Und ja, es macht mir große Sorgen, auch wenn ich jetzt noch irgendwie ein Grinsen im Gesicht habe. Leute, wacht endlich auf. Ja, es gibt Corona. Ja, es ist für einzelne Menschen tatsächlich gefährlich. Aber für den Großteil der Menschen ist es nicht. Und dafür unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat vor die Wand zu fahren, ist es nicht wert. Wacht bitte, bitte endlich auf. Ich helfe gern jedem, der sich engagieren will, aber so wie es aussieht, werde ich wohl Einzelkämpfer bleiben. Und da bleibe ich das halt, aber ich lasse mich ganz sicher nicht verbiegen von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben und die meinen, dass wenn ich mich für Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit einsetze, dass ich dann ein Aluhutträger und Nazi wäre. So muss es irgendwie Anfang der 30er, 1930er in Deutschland auch abgegangen sein. Damals hat man den Juden einen Judenstern angeheftet, um sie erkennbar zu machen. Und heute ist jeder verdächtig, der keinen Mundschutz in der Öffentlichkeit trägt. Der wird gemobbt, von dem wird von Privatpersonen verlangt, dass er sein Attest vorzeigt, obwohl das Recht nur der Polizei und wem auch immer zusteht, aber ganz sicher nicht Ladeninhabern und Privatpersonen. Und so werden die Leute also klein gemacht. Und die meisten machen es mit. Und so wird der Mob gewinnen. Und dieser Mob ist ahnungslos. Und das macht mir mordsmäßig Angst.
Leute, wacht bitte auf.